Kilometer 02 die Konkurrenz anführt. Er müht sich ab, die günstigste Flugbahn zu finden. Er hat den Speer nicht voll getroffen, das weiß er. Aber er muss sich den Bedingungen hier ganz einfach anpassen. Und für einen Mann wie Uwe Hohn, der, na, sagen wir mal so, auch nachts um drei die 90-Meter-Marke locker normalerweise übertrifft, haben sich hier doch einige Probleme ergeben, die aber weniger auf sein Leistungsvermögen zurückzuführen sind, denn auf die nach wie vor ungünstigen Windverhältnisse im Stadion. Das Stadion ist praktisch nach drei Seiten völlig offen, sodass der Wind ungehindert ins Stadion eindringen kann, und jetzt warf er 82,96 Meter und es hat sich gezeigt, dass in den oberen Regionen, wo die Speere der Leute fliegen, die 90 Meter und weiter werfen, der Wind am ungünstigsten bläst. Und das zwingt einen Mann wie Uwe Hohn, flacher zu werfen. Und das geht natürlich auf Kosten der Weite. 82,96 Meter in seinem fünften Versuch, aber er bleibt. Verbessert. Und nun kommt als nächster Uwe Hohn aus der DDR, der die Konkurrenz seit dem vierten Durchgang anführt. Das muss ich einmal deswegen deutlich hervorheben, weil es bei ihm nicht üblich ist, dass er drei Versuche braucht, um überhaupt erstmal ins Geschehen eingreifen zu können. Aber jetzt hat er endlich die Nase richtig in den Wind gestellt. Wollen wir mal sehen, was er im letzten Versuch noch bringt. Ja, 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 der fliegt weit jetzt. Oh, deutlich über 90 Meter. Uwe Hohn aus der DDR hat jetzt nun doch klar gemacht, wer Herr am Speerwurfsektor ist. Im ersten Versuch hat er den Sektor gleich gar nicht getroffen. Beim zweiten Versuch war er gerade mal so eben drin mit 80,58 Meter. Dann hatte er einen weiteren ungültigen. Aber jetzt weit flog der Speer hinaus. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass er in diesem Jahr eine Konkurrenz mit einer weit unter 90 Meter abgeschlossen hat. Und auch diesmal ein Wurf deutlich über 90 Meter. Warten wir noch ab, wie die Weite exakt gemessen wird. Ging es ihm also wesentlich besser als Petra Felge. Da klatscht er in die Hände, applaudiert sich selbst, Beifall. Sie sehen, die gelbe Linie ist die 90-Meter-Marke. 96 Meter, 96 für Uwe Hohn aus der DDR. Den Sieg hat er ohnehin schon sicher. Und jetzt auch noch mit einer absoluten Weltklasse-Weite bei denkbar schlechten Windfeldern. I'll be back.